Also wir sind jetzt hier in dem sogenannten äußeren Sicherungsbereich. Der äußere Sicherungsbereich ist mit diesem Graben nochmal zusätzlich gesichert. Dieser Graben dient in erster Linie dazu, um Fahrzeuge davon abzuhalten, auf das Gelände durchzubrechen. Hat insofern ja praktisch wie eine Funktion eines Panzergrabens. Wenn man als Einzelperson oder auch als Gruppe durch diesen Graben jetzt schwimmen sollte, was nicht besonders schwierig ist, dann wird der Besuch spätestens dann angemeldet, wenn ich hier an dieser Doppelzaunanlage hinter euch rüttel. Das ist mit entsprechenden Sensoren ausgerüstet, dieser Zaun, und es würde sofort eine Meldung an die Objektsicherungszentrale kommen, die neben der Warte liegt, und man würde dann über die Kameras detektieren, wer ob ohne oder mit Waffen hier das Gelände versucht zu betreten, und würde dann entsprechende Maßnahmen einleiten. Wir gehen jetzt direkt weiter durch das sogenannte Büro- und Sozialgebäude. Das ist hier dieses rotbraune Gebäude vor uns, in den sogenannten inneren Sicherungsbereich. Das hier vorne rechts ist mit Abstand der gefährlichste Bereich hier im Kernkraftwerk. Das ist die Raucherecke. Ja, wir fahren jetzt hier, kann man zeigen, die Knöpfe hier, auf die Ebene 5. Das ist der innere Sicherungsbereich. Oder besser gesagt, dort können wir in den inneren Sicherungsbereich gelangen. Der innere Sicherungsbereich ist nochmal wieder gesondert geschützt, objektschutztechnisch. Kommt da also nur mit einer Gesichtskontrolle rein tatsächlich. Morgen. Moin. Wir kommen jetzt hier direkt von unten mit unserer Besuchergruppe. Wollt ihr einfach mal die Unterlagen sich anschauen, ja? Ja, komm ich mal vorbei. Ja. Danke. Ja, wir müssen natürlich mal gucken, vielleicht wenn da jetzt Personen durch den kommen, dass ihr die natürlich nicht filmt. Also. Das können wir im Zweifel den ganzen Film dann auch mal in Frage stellen. Ja, wunderbar. Alles perfekt. Okay, ich gehe schon mal durch, ne? Und quasi nimm die Kollegen gleich in Empfang, wenn du willst. Jo, ich komme mit dir. Auf den grünen Punkt. Weil in diesem inneren Sicherungsbereich wir halt die sensiblen Komponenten halt eben an des Kernkraftwerkes haben. Das ist auf der einen Seite die Warte, also der Bereich, wo die Anlage 24/7 kontrolliert und gesteuert werden kann, und natürlich aber auch unseren Primärkreis hier haben, also Reaktordruckbehälter, Dampferzeuge, alles was zum Primärkreis gehört. Da gehen wir jetzt rein in das sogenannte Containment, in die Stahlkugel, die ja die entsprechende Schutzfunktion hat, und dazu gehen wir hier auf diesen Bereich. Hallo. Moin. So, wir kommen jetzt zur ersten Nicht-Objektschutz technischen Schleuse. Das ist die sogenannte Auto-Click-Schleuse. Lassen wir gleich mal den Kollegen einmal vor. So, das ist jetzt, wie gesagt, die sogenannte Auto-Click-Schleuse. Die Auto-Click-Schleuse ist schon eine Strahlenschutzeinrichtung. Sie misst einmal den Körper im Prinzip aus, um dann festzustellen, ist hier schon eine Kontamination vorliegen. Wir haben hier auch Mitarbeiter von anderen Kernkraftwerken. Wir wollen natürlich keine Aktivitätsverschleppung in beide Richtungen. Also es geht sowohl einmal logischerweise raus, aber natürlich auch keine Verschleppung nach drinnen, also von anderen Anlagen jetzt Aktivität hierher zu bekommen. Das gleiche machen wir natürlich, wenn wir nachher wieder rausgehen, und dann kann man auch feststellen, ist hier eine Inkorporation oder ähnliches. Ist natürlich jetzt für, sag ich mal, Besuchswesen mit ist ausgeschlossen eigentlich, dass da jetzt was fällt, aber hier müssen wir überlegen, solche ganzen Einrichtungen, die haben wir natürlich nicht, weil wir hier viele Besucher haben, haben wir schon lange nicht mehr, sondern weil wir hier vor allen Dingen auch arbeiten müssen. Und als wir noch Revision gemacht haben, wir haben jetzt im Oktober des letzten Jahres unsere letzte Revision gemacht, bevor wir abschalten, als wir noch Revision gemacht haben, sind wir hier an aktivitätsführenden Komponenten, die werden aufgemacht, da wird dran gearbeitet, und da ist natürlich aktives Material durchaus denkbar, dass man damit in Berührung kommt, und deswegen haben wir natürlich auch entsprechende Sicherheitseinrichtungen. Okay?
Dann könnt ihr einzeln durchgehen. Bitte einmal hier wieder die Karte vorhalten. Basismessung. So, jetzt. Hinter der Tür ist die sogenannte KW-Pforte, Kontrollbereichspforte, also der Zugang zum Kontrollbereich. Ich würde einmal gerne meine Papiere hier lassen und 4 Spinnschlüssel für meine Kollegen. Für die Herren. Genau, ich habe nur Herren heute dabei. Das ist einfacher. Und wir haben jetzt hier so diverse Kameras hier. Wie wollen wir das machen, Achim? Also wir sind jetzt hier im Kontrollbereich. Das ist jetzt hier der Umkleidebereich. Und dass wir hier mit dieser Unterwäsche hier in den Umkleidebereich reingehen, das hängt einfach damit zusammen, dass man auf diese Art und Weise sicherstellt, dass diese Overalls hier im Kontrollbereich bleiben. Und das ist eigentlich auch die eigentliche Funktion dessen, weil darauf ist sichergestellt, dass eventuell Kontamination, die in diesen Overalls sein kann, insbesondere natürlich dann, wenn ich arbeite im Kontrollbereich an auch aktivitätsführenden Komponenten, diese Aktivität halt hier drin bleibt. Durchführende Komponenten, der ganze nukleare Bereich ist in diesem Containment drin. Und dieses Containment ist halt eine riesige Stahlkugel, bis zu 35 mm dicker Stahl, 56 Meter im Durchmesser und ist eine Barriere, die letztendlich dazu beitragen soll, unser oberstes Schutzziel zu erfüllen. Das ist der Schutz der Umgebung vor dem Austritt radioaktiven Materials. Und die Ereignisse, die man sich vorstellen kann, ist, dass eine Druckexplosion in diesem Bereich stattfindet und dieser Druck dann durch die physikalisch günstige Form der Kugel gleichmäßig sich innerhalb dieser Form verteilt und damit natürlich die Wahrscheinlichkeit oder die Resilienz dieser Kugel maximiert ist. Und damit dann auch Aktivität, was in diesem Bereich aus dem System austreten könnte, von der Umgebung ferngehalten werden kann, indem es halt eben in dieser Kugel verbleibt. Und wir gehen jetzt in diese Kugel rein. Und dazu bitte mal euer Digitaldosimeter hier auflegen. So, und dann kriegt ihr halt. Sorry. Willkommen, ne? Dieses Willkommen bezieht sich jetzt auf das A-Teil. Ja. Dann bitte noch einmal hier die ganzen Reißverschlüsse zumachen. Achso, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet hier. Auch das. Also, wenn das Containment seine Schutzfunktion erfüllen soll, dann muss natürlich sichergestellt sein, dass dieses Containment zu jeder Zeit zu 100% verschlossen werden kann. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier jetzt mit einer Schleuse reingehen und nicht einfach eine Tür aufreißen und plötzlich im Containment stehen. Schleuse heißt, wir gehen rein, die Tür geht auf, wir gehen rein. Tür geht zu, die innere Tür geht auf und wir können rausgehen. Heißt, während wir dort reingehen, ist sichergestellt, dass zu jeder Zeit die Kugel druckdicht verschlossen ist. Ich hole jetzt eine Freigabe. So, Freigabe ist erteilt. Kann ich hier sehen? Ja. Große Tür auf. Jetzt fährt die innere Tür zu. Standardöffnung ist die innere Tür. Ist klar, wenn ich flüchten will, schnell raus muss,
macht das Sinn, wenn die innere Tür schon auf ist, ne? Und ich nicht erst warten muss, bis sie denn aufgeht. Deswegen ist die Standardstellung innere Tür auf, äußere Tür zu. Jetzt gehen wir rein, innere Tür ist zugefahren, äußere geht auf. Kommt ihr bitte mit? Was hier bei diesem Schleusvorgang jetzt noch passiert ist, dass hier ein Unterdruck ausgeglichen wird. Heißt, wir haben im Containment einen minimalen Unterdruck, um sicherzustellen, dass bei Leckagen am Containment radioaktive Stoffe immer nach innen gezogen werden und niemals nach draußen gepustet werden. Deswegen leichter Unterdruck in der Kugel, wird durch die Schleuse jetzt ausgeglichen, merkt ihr nicht, weil einfach zu gering. Hier könnt ihr aktiv ein Sicherheitssystem erkennen. Das ist der sogenannte Druckspeicher. Wir haben ja insgesamt 4 Dampferzeuger, die zum Reaktordruckbehälter führen. Das heißt, wir haben auch 4 Leitungssysteme, die sich im Kreislauf zum Reaktordruckbehälter verhalten. Insgesamt sprechen wir also von einer sogenannten 4-Loop-Anlage. 4 Dampferzeuger, 4 Kreisläufe, 1 Reaktordruckbehälter. Für jeden Kreislauf, für jeden Loop haben wir 2 solcher Druckspeicher. Die Druckspeicher sorgen im Anforderungsfall, sollten wir eine Leckage haben in einem dieser Loop-Leitungen, dafür, dass wenn gewisse Drücke erreicht sind, dieser Druckspeicher zusätzliches Kühlmittelinventar in den betroffenen Strang einspeisen kann und damit das Leck verschmeißt. Also das ist jetzt hier auch eine sicherheitsrelevante Armatur. Man kann hier so eine Schüssel erkennen. Diese Schlüssel kriege ich auf der Warte. Das heißt, wenn ich diese Armatur aus ihrer Betriebsstellung bringen will, brauche ich diesen Schlüssel von der Warte. Und zwar im oberen Bereich könnt ihr sehen die Frischdampfrohre. Hier 2 und auf dieser Seite 2. Das ist der Frischdampf, der aus den Dampferzeugern hier rausgeführt wird auf die Turbinen im Maschinenhaus. Dort verrichtet der Dampf seine Arbeit, wird kondensiert und das Kondensat wird hier auf dieser Höhe, auf Schulterhöhe, zurückgeführt in die Dampferzeuger. Und das ist also hier sozusagen die Schnittstelle zwischen nuklearen und konventionellen Bereich. Hinter uns, das ist die sogenannte Frischdampf-Sicherheitsarmaturenstation. Das ist ein sehr sperriges Wort, deswegen sagen wir FSA oder eben Rucksack, weil der so dranhängt an der Reaktorkuppel. Und in diesem Rucksack sind Sicherheitsarmaturen. Wenn wir die Wärme im Maschinenhaus nicht mehr loswerden könnten, weil das Maschinenhaus kaputt gegangen ist, zerstört worden ist, dann würde ja der Druck steigen in diesem System. Und ab einer gewissen Barzahl, das sind 85 Bar, 67 haben wir normalerweise, öffnen sich in diesem Rucksack Sicherheitsarmaturen. Und diese Sicherheitsarmaturen lassen dann den Dampf über Dach nach draußen entweichen. Ja, das ist jetzt hier die sogenannte Beckenflurebene. Beckenflurebene, im Prinzip der Äquator der Kugel. Hier haben wir das Abklingbecken mit der orangefarbenen Lademaschine. Und dort, wo jetzt diese rosa Folie ausgelegt ist, diesen Betonriegel, der sich dort befindet, ist der Reaktordruckbehälter. Hinter euch ist die sogenannte Materialschleuse. Das heißt, alles, was hier an schwerem Material rein muss, kann über diese Schleuse hier reinkommen. Genauso wie wir hier über eine Schleuse reingekommen sind. Von draußen sichtbar ist in diesem Bereich dieses rotbraune Hubgerüst. Also das ist ja nichts anderes als ein Fahrstuhl. Führt zum Beispiel einen Castor-Behälter. Und mit diesem Rüssel, der da unten in das Wasser ragt, mit dessen Hilfe werden die Brennelemente aufgenommen. Können dann unter Wasser jeweils in der Position verändert werden. Ist das reines Wasser? Das
Das ist reinstes Wasser, sozusagen. Ist das so blau? Das hängt ja mit ganz normal mit der Lichtbrechung zusammen. Aber das ist Deionat da drin. Das heißt, das ist völlig frei von Kristallen, von Fremdstoffen und hat eine Leitfähigkeit von 0 Siemens. Und muss das gewechselt werden? Das wird regelmäßig gereinigt. Also was heißt regelmäßig? Ständig gereinigt. Das geht über den Beckenkühlschrank und dabei wird das dann noch entsprechend gereinigt. Falsch rum angeordnet sozusagen. Wir müssen auf die andere Seite gehen. Hier ist das Abklingbecken, ja. Und der Reaktordruckbehälter, unser Herzstück, ist hier auf der linken Seite. Praktisch unter dem Betonriegel, auf dem jetzt die rosa Folie ausgebracht ist. Die Dampferzeuger hier, die in blau gezeichnet, sind einmal hier und einmal auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist jetzt nochmal hier die Draufsicht auf die Druckspeicher, ne? Die halt nochmal zur Störfallbeherrschung dehnen. Ja, das sind jetzt hier die Fischschlammrohre, ne? Dampferzeuger. An den Rohren selbst können wir sehr kurzlebige Isotope messen. Deswegen auch Abstand halten einfach. Ist das Ganze denn sehr wartungsintensiv? Also, es ist natürlich, wir machen natürlich sehr viel Vorbeugendes. Ja. Also, wartungsintensiv, ich glaube, die ganze Anlage, man ist natürlich bedacht darauf und gibt auch ein entsprechendes Regelwerk. Die Anlage wirklich immer in absoluten Top-Zustand zu haben. Insofern, klar. So, das ist jetzt sind wir hier im Stauraum vor der Notschleuse, einer der zwei Notschleusen, die wir haben. Notschleuse funktioniert rein mechanisch. Hintergrund ist klar, ich muss schnell raus aus dieser Kugel, dann springe ich hier rein. Genau, und das ist hier mit dem Elektromagnet gesichert jetzt die Tür. Heißt, wenn ich die jetzt manuell verbringe, dann kriegt man auf der Warte ein Signal. Da ist ein Sicherheitssystem gerade aktiviert worden und dann meldet sich hier spätestens dann der Schichtleiter. Aber den wollen wir jetzt gleich besuchen. Hast du nichts mitgenommen? Nein. Das ist ja unser Besucherdose mit der Nacht, das ist darauf geklebt. Da unten hat er das schon wieder nichts im Highscore. Wenn ihr weg seid, nehmen wir die Aufkleber ab und zeigen sie. Also die Dame sagt mir genau, was ich machen soll. Kleinteil einlegen, erstmal Dosimeter positionieren, habe ich schon. Beide äußeren Dioden brennen, leuchten. Hier kann ich meinen Helm hier jetzt reintun. So, dann wird die Rückseite nochmal ausgemessen. Dazu die Hände hier oben rein. Zurücklehnen. Und zurücklehnen. Okay. Ja? Keine, ja, ist gut. Bitte Basismessung. Ich brauche mal, weil ich auf der Brust.
wir haben Dieter. Ja, okay. Das ist gar nicht so krass. Gut, dass ich noch keiner gehört habe. Ja. Das Zwischenlager. Das Zwischenlager hat bis vor einigen Jahren noch zu Preußen Elektra gehört. Also wurde von uns auch betrieben. Ist aber dann im Zuge einer Einigung mit dem Bund an den Bund übergegangen und wird jetzt betrieben von der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, der BGZ. Nichtsdestotrotz lagern da natürlich unsere Castor-Behälter noch weiterhin und werden auch in Zukunft, also das, was wir noch an Castor-Behältern befüllen, wird im Endeffekt erstmal im Zwischenlager landen, bis der Bund dann halt irgendwann mal ein Endlager für hochradioaktive und wärmeentwickelnde Stoffe zur Verfügung stellen kann. Das Zwischenlager haben wir damals gebaut, auf Wunsch der Regierung kann man sagen, ist 2007 in Betrieb genommen worden, hat 40 Millionen Euro gekostet, 100 Castor-Behälter können da gelagert werden. 23.000 Kubikmeter Stahlbeton ist da verbaut worden, nochmal um die 40 cm dicken Stahlbehälter, den die Brennelemente lagern, also sehr üppiger Schutz, aber auch der soll noch weiter verbessert werden. Ja, dann sieht man hier auf der rechten Seite unsere Stromzufuhr. Eine Leitung halt die 380 kV Leitung, das ist die linke Leitung. Dort speisen wir den bei uns erzeugten Strom ein. Natürlich können wir aus dieser Leitung auch Strom bekommen, wenn wir selber nicht produzieren. Das machen wir in der Revision zuweilen auch. Oder benutzen das rechte Netz, das ist das sogenannte Reservenetz, das ist eine 220 kV Leitung. Den Strom würden wir dort entnehmen, wenn die 380er Leitung nicht zur Verfügung steht oder eben beim Arbeiten am Generator anliegen und dieser Bereich freigeschaltet ist, wie man so schön sagt, dann würde man natürlich auch den Strom aus der anderen Leitung nehmen. So, jetzt habt ihr ein kleines Déjà-vu. Hier vorne der Rucksack, ihr erinnert euch. Ja. Wir standen einst auf der Treppe und ich habe gesagt, auf der anderen Seite dieser Wand ist der Rucksack, die Frischdampfsicherheitsarmaturenstation, FSA. Und genau in dieser Bereich ist das. Dort werden die Frischdampfrohre durchgeführt und halt im Anforderungsfall hat man hier die Möglichkeit, den Frischdampf über Dach abzublasen, deswegen diese dicken Stahlbehälter da oben drauf, das sind Scheine. Das hier, das sind unsere Niederdruck Turbineinheiten. Davon haben wir drei Stück, wie man sehen kann. Und wir gehen einmal zum Kopf des Turbosatzes. Das ganze Teil hier von links nach rechts, das nennt sich Turbosatz. Was man hier so durch die Gitterroste sehen kann, das sind alles Bestandteile der Vorwärmestrecke. Das heißt, wenn der Dampf seine Arbeit verrichtet hat, dann wird er ja mit Hilfe des Elbwassers kondensiert und wird dann sukzessive über eine Vorwärmestrecke zurückgeschickt in die Dampferzeuger. Und das sind alles hier Bestandteile dieser Vorwärmestrecke unter diesem Gitterrost. Der Frischdampf aus dem Reaktorgebäude wird hier auf die Hochdruckturbine raufgeführt, geht von dort aus in die Zwischenüberhitzer-Wasserabscheider und wird dann seitlich an die Niederdruckturbine herangeführt. Und durch alle vier Turbinenteile zieht sich die Welle mit einer Länge von 67 Metern. Und am deren Ende sitzt der Generatorläufer, also der Elektromann. Der dreht sich jetzt 1500 Umdrehungen in der Minute im Generatorständer und erzeugt den entsprechenden Strom. Insgesamt haben wir hier eine Leistung von mittlerweile über 2 Millionen PS.
Das, was wir hier sehen, das ist jetzt die hier vorne am Deich, in ca. 250 Meter vom Deich entfernt. Dort befindet sich das sogenannte Entnahmebauwerk. Sieht so ein bisschen aus wie eine Insel, ist es letztendlich auch. Und da holen wir aus 6 Meter Tiefe das Elbwasser für die Kondensation. Die Pumpen, die das Wasser aus der Elbe in die Kondensatoren pumpen, befinden sich unter anderem hier in diesem Pumpenbauwerk. Das ist das Gebäude, was sich hier parallel vor uns aufbaut. Unsere Strommaschine. Ja, letztendlich machen wir den ganzen Aufriss hier, Kerne spalten. Letztendlich nur im Endeffekt, damit sich hier zum Elektromagnet dreht. Finde ich eigentlich immer ganz spannend. Spannende Ansichtsweise. Ja, und hier kann man einen Blick auf die Welle werfen, wie sie frei läuft. Dieses silberne Teil da. Zwischen letzter Niederdruckeinheit und Generator, das ist die Welle. 1500 Umdrehungen. Wird dort mit verschiedenen Messeinheiten, wird dort die Schwingung auch aufgenommen, um sicherzustellen, dass die Welle nicht außer den Grenzwerten anfängt zu schwenken. Ja, was man hier sieht, das ist die Lagerung des Turbosatzes. Man kann erkennen, dass der Turbosatz auf einem eigenen Fundament steht. Wenn man Richtung Decke schaut, sieht man, dass hier dieses Fundament, auf dem der Generator steht, auf dem der Turbosatz steht, keine feste Verbindung zum Gebäude hat. Man erkennt diese Spalten zwischen den Gebäudestrukturen und den Turbinentisch, auf dem der gesamte Turbosatz steht. Hier kann man auch erkennen die schwarzen großen Federn. Die dienen letztendlich dazu, dass die Vibrationen auch absorbiert werden, denn rotierende Maschinen lösen immer eine enorme Vibration ja auch aus, und diese Rotation oder besser gesagt diese Vibration darf sich natürlich nicht auf das Gebäude übertragen, dann würde das zusammenbrechen. Und mit dieser Konstruktion auf einem eigenen Turbinentisch aufgebaut, mit großen Federpaketen abgefedert, sorgt man dafür, dass diese Vibrationen letztendlich auch eliminiert werden. So, was wir hier jetzt haben, das sind die Kondensatoren. Die Kondensatoren sind immer aufgebaut als Doppelkammer. Das ist jetzt hier der Kondensator als Doppelkammer, der direkt unter der letzten Niederdruckturbine aufgestellt ist. Das kann man sich hier nochmal genau anschauen. Den Bereich haben wir uns angeschaut, ne, mit den Brennelementen, mit dem Dampferzeuger. Jetzt wird der Dampf hier auf die Turbine geführt. Die Hochdruckturbine verrichtet einen Großteil seiner Arbeit, geht in die Niederdruckeinheiten, sorgt für die Rotation der Welle und wird jetzt mit Hilfe des Elbwassers aus dem Entnahmebauwerk kondensiert. Das passiert, indem man hier das Elbwasser durch mehrere tausend Rohre hindurchführt und auf dieser dann maximalen Oberfläche der Abdampf der Niederdruckturbine kondensiert. Das Elbwasser selbst wird mit einem Delta-T von maximal 10 Grad zurückgeführt in die Elbe und das Kondensat, also das reine Wasser, wird wieder mit Hilfe von den Hauptspeisewasserpumpen über den Hauptspeisewasserbehälter zurück in die Dampferzeuger gepumpt und geht von dort aus dann erneut auf die Reise. Und das machen wir 24/7, wenn nicht ein Stillstand eben oder die Revision dazwischen kommt. So, das, was ihr hier seht, das ist eine Pumpe. Hier vorne die Vorpumpe, wo KSB draufsteht. Hier der eigentliche Pumpenmotor mit der entsprechenden Stromversorgung. Hier sieht man, die ist etwas aufwendiger. Und in diesem kleinen Blechhäuschen hier gekapselt, wie man sagt, ist die eigentliche Hauptpumpe. Und diese Pumpen sorgen dafür, dass das Kondensat zurückgeführt werden kann in die Dampferzeuger. Eine Pumpe ist immer zu interessant. Das sind die größten Stromabnehmer, die wir hier im Kraftwerk haben. Eine einzige Pumpe hat eine Leistungsaufnahme von 5 Megawatt. Ja. Und wenn dann das Kondensat im Dampferzeuger zurück ist, geht das Ganze von vorne los. Aber wir gehen jetzt nicht zurück ins Reaktorgebäude zum Dampferzeuger und bewegen uns hier in der Endlosschleife, sondern wir beenden die Führung an dieser Stelle und gehen zum Mittagessen. Bitte? Nee, habe ich gemerkt, alles gut. Aber ich habe mich so ein bisschen vergrößert hinzugucken. Man konnte so ein bisschen denken.
Ja, ja, das war auch. Ihr müsst das nachher halt eben gucken, wie das denn zusammenpasst. Ne? Gut, dann lass uns jetzt essen gehen. Ja, ja. Das war's denn so. Das war jetzt der Übersicht. Gerne. Ja, vielen Dank.